hart im Nehmen, die gute Lydia. Pelz. Einen hätten wir. Wenn wir uns noch schnell heilen, wer weiß. Vielleicht kommt gleich der zweite. Will mich heilen. Jetzt. Hat nicht funktioniert das erste Mal. Das ist die Honigstrandhöhle. Nee, das ist es sicher nicht. Das ist nicht die Höhle, die er gemeint hat. Oh! Bienen! Oh, noch! Moment. Kann man das rausholen? Stell den Potzblitz. Flammen auf. Bär 1. Wo ist Bär 2? War doch noch ein Bär. Den hat es da zurückgeschleudert, hä? Drei hätten wir schon. Skelett. Die Skelette ist im Verlass, haben immer Gold dabei. Der verschlossene Raum. Schloss knacken, sehr gut. Das kann ich brauchen. Dietrich Gold. Das ist ja gar nicht versperrt. Meridias Stern. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Hörst du das? Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Klingt nicht schlecht. Sagst du, Lydia? Hast du die Stimme gar nicht gehört? War sie nur in einem Kopf? Noch ein Skelett war das schon. Halb. Das ist alles. Mehr war hier nicht. Na, es war eigentlich eh genug. Ich höre ein Summen. Mehr ist hier nicht wirklich. Okay. Ja, dann machen wir das auch mal. Aber nicht heute. Ich habe einen seltsamen Edelstein gefunden. Eine übernatürliche Stimme befiehlt mir, ihn zum Berg Kilkreath zu bringen. Schaut man mal das als Quest ein. Dann schauen wir noch nach der anderen Höhle da, von dem sie gesprochen haben. Ah, lauter Bienen. Biene. Rup. Noch eine Biene. Rup. Komm her. Bienen fangen. Würde ich mich eigentlich sonst nicht trauen. Würde ich mich sonst nicht trauen im wirklichen Leben. So, er hat gemeint hier. Nee. Da
ist irgendwo eine Insel. Also Inseln sind meistens, wo Wasser in der Nähe ist. Das heißt, hier lang. Harok. Mensch, bin ich ungeschickt. Kommst du da hoch? Nee. Die Lydia ist noch ungeschickter, Edge. Das hat sie gemeint, glaube ich. Also sie, der Wilhelm, hat mir erzählt, dass die Reiter immer hier Kräuter gesammelt hat, glaube ich. Es herbstelt schon. Da ist eine Halle. Also eine Höhle, die heißt Girmans Halle. Ja, und da ist sogar ein Schrei drin. Den holen wir uns. Schrei kann man nie genug haben. Außer man ist verheiratet mit einem. Aber hat man ja die Rolle der Hysterie dafür. Diese Käfer sind wirklich schwer zu fangen. Vor allem mit dem Feuerblitz sind sie schwer zu treffen. Und da liegt schon bereits der erste Abenteuer. Teurer. Verlorene Legenden. Was steht denn da drin? Die Geschichte, die Legende von Gauldur. Da gibt es ein schönes Amulett, glaube ich, als Belohnung. Das nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir es noch zum Nachschlagen. Das müssen wir auch unbedingt holen. Goldes Amulett. Es gibt, glaube ich, 30 Punkte auf alle drei. Magika, Gesundheit und Ausdauer. Da soll ich runterspringen? Okay. Die Lydia. Wie sind die jetzt runter? Ist die vor mir runtergesprungen? Kann mich nicht erinnern. Ah, da bräuchte man den Trank. Unter des Unterwasseratmens. Wer kann das schnell? Die Leguane da, diese Argonia, glaube ich, heißen sie. Hallo. Habe ich mich jetzt mit irgendetwas angesteckt? Felsenhaxe oder so? Hoffe nicht. Adept. Gleich werde ich fluchen. Das war die andere. Oder? Nee. Hat schon gestimmt. Mensch, ein Schloss möchte ich mal öffnen, ohne dass was abbricht. Das wäre mein Wunschtraum. Eine Lederrüstung. Nein, danke. Ich weiß nicht, wer eine Lederrüstung eigentlich braucht. Die Magier haben Roben an. Und die Krieger haben eiserne, also schwere Rüstung an. Darum sehe ich nicht so recht. Eine Falle. Sehe ich nicht so recht den Sinn von Pelzrüstungen. Hätte mich auch gewundert. Ah,
sachte. War es eigentlich nicht wert, aber gut. Müssen wir da überhaupt entlang, oder? Ist das Vogel? Fisch? Fischschlange. Da war. Jetzt schaue ich aber noch in die andere Richtung. Nee, da nicht. War da nicht noch eine andere Richtung? Nee. Da unter Wasser. Sonst war da nichts, gell? Da sind nur Eibeutel. Da geht's nicht lang. Hier? Nee. Nix da. Jetzt bin ich doch noch drauf gestiegen. Geil. Also Fisch. Ah, Maulö, ja. Vogelfisch, aber du bist das in der Meere, da ist ja nur einer. Oh, ups. Bleib stehen. Okay, Vogel. Fisch. Stimmt doch, oder? Auf der Seite Vogel. Da Fisch. Dann haben wir noch einen Fisch und eine Schlange. Vogelfisch. Da stehst du. Sie ist wohl zu Tode erschreckt von meinem Flammenbotzblitz. Hohoho. Mammutschädel. Als Falle. Der hat mich schön aufgespießt. Schaut gruselig aus. Gib dir den. Wie ist ein Mammut? Jetzt habe ich wenigstens genug Pfeile. Vogelfisch. Fisch und Schlange, oder? Jawohl. Sollte eigentlich aufgehen. Falsch. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wieder mal zu dumm. Ah, das ist eine Urne. Kann ja nicht schaden. Also, Vogel, Fisch, Vogel, Fisch, Vogel, Fisch, Fisch und Schlange. Vogel, Fisch, Fisch und Schlange. Drehen wir mal das um. Schlange. Geht's jetzt auf? Ah, so rum was. Okay. Muss man ja wissen. Jetzt hat er mich gehört. Schon sich ein bisschen geschickter angestellt hätte, hätte dann vielleicht sogar gewonnen. Jetzt haben wir keine Magiker mehr. Machen wir den Bogen raus. Wo ist er denn?
Zweihänder. Ah, da hinten ist er. Na, 11 Goldstücke. Das zahlt sich ja wirklich kaum aus. Ist wieder mal finster. Jagdbogen. Ist nur mit 24. Unsere ist 24. Wieder Streifen. Da ist noch irgendwo ein Gegner. Erzmagier, wie? Geiermund. Au! Oh. Oh! Ja! Wo ist er? Da oben! Arschgeige! Ja! Oh! Schnell heilen! Habe ich ja wieder den Potzblitz. Wo ist er? Duckt sich gerade. Ah, sie hat den Schlüssel. Hätte ich jetzt fast vergessen. Sicher ein Meistertor wäre das gewesen. Hätte ich mir wieder meine Dietriche aus. Meine Dietriche verrenkt. Kommen wir ja nicht, oder? Nee. Adept, naja gut, das hätte ich vielleicht geschafft. Noch einer. Oh! Das ist ja nur ein Skever. Mistvieh. Kleiner Seelenstein. Ich bräuchte eigentlich mal einen großen zur Abwechslung. Einen arkanen Verzauberer. Den werde ich mal jetzt benutzen. Entzaubern. Alte Nordkriegaxt des Frostes. Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Ah. Okay. Kosten 12% weniger Magiker. Ja, das werden wir auch lernen. Das Elfenschild. Feuerresistenz. Ja, das werden wir auch lernen. Novizenkapuze nicht. Das haben wir an, oder? Schwörungen. Nein, das haben wir nicht an. Beschwörungen kosten 12% weniger. Wir haben die Wiederherstellungszauber, ne? Den kann ich nicht. Probe der geringen Wiederherstellung, ja, das haben wir an. Das geringen kosten 12. Na, das brauchen wir eigentlich nicht, das können wir verkaufen. Gut. Können wir wieder aufleveln. Geht's eigentlich lang hier lang? Da ist nichts. Da kann man schon mal durchschauen. Was da so abgeht. Dann gleich die neue Stufe. Magiker bitte wieder. Zerstörung 41. Ja, da kann man nicht viel machen. Höchstens Runenmeister. 50 bräuchte man. Ups. Ich
kann ich mir natürlich aufsparen auch, das ist klar. Aber 25. Doppelt wollen wir ja gar nicht. Veränderung.